Hallo und Namaste an unsere indischen Zuseher, die wir vielleicht jetzt haben. Ich habe keine Ahnung. Und weiter geht's mit einem weiteren Ausflug in die Stadt Schirmer, Illinois. Diesmal ohne Geldsheet. Wir haben ein bisschen was zusammengespart. Das heißt, wir könnten jetzt ein Altenheim bauen. Und zwar wollten wir das eigentlich hier oben hinbauen, wo das leider sehr verkommene aufgrund von zu wenig Mitarbeitern Tourismusgebiet ist. Aber das lassen wir jetzt einfach so stehen, weil es ist ein Traum von uns, dass wir einen florierenden Tourismus haben hier in der Stadt. Und was mögen Tourismusgäste lieber, als direkt neben einem Altenheim Urlaub zu machen? So, und sich dann mit den weisesten und ältesten Vertretern dieser Stadt kurz zu schließen, vielleicht Geschichten aus vergangenen Zeiten zu hören und sich, keine Ahnung, auf die Würfel husten zu lassen für Glück. Obwohl, das Glücksspiel gibt es hier gar nicht. Da müssten wir noch ein anderes Gebiet bauen, das noch nicht freigeschaltet ist. Aber das ist jetzt auch egal. Okay. So, was haben wir hier? Wir hatten hier unseren Park begonnen zu bauen, der momentan nur aus einer Hai versus Krokodilstatue besteht. Also Sharktopus versus Krokosaurus quasi. Und einer gotischen Kirche, neugotische Kirche, so wie sie aussieht. Und was können wir da noch hinbauen? Also wahrscheinlich kein Pier, weil dazu fehlt hier das Wasser, wie man sieht. Darum wird dieser Pier hier rot angezeigt, weil ich ihn hier nicht bauen kann. Aber wir könnten zum Beispiel, das ist zu groß. Hier eine Synagoge würde hinpassen. Direkt neben die Kirche, damit der Rabbi und der Priester sich... treffen sich eigentlich gar nicht wirklich, ne? Der Priester ist am Sonntag da, der Rabbi am Samstag. Warum nicht? Moschee passt natürlich wieder nicht direkt daneben. Die ist zu groß. So, wow. Okay. Ja, es kommt von der Größe vergleichbar. Sah zuerst aus, als wäre die Synagoge viel größer, aber die ist nur höher gelegen. Daran liegt's. So, können wir hier sonst noch irgendwas hinbauen? Noch einen kleinen Park, irgendwas Kleines. So Peter Strauß Park da. Und huge Buddha Park passt natürlich nicht hin. Tropical Garden ist auch zu groß. Mann, Mann, Mann. Können wir noch eine Kirche? Haben wir drei Kirchen auf einem Fleck hier. Warum nicht, wenn man es mag? Bauen wir hier noch was hin? Und was wir auch machen können, wenn wir hier so verschiedene kleinere Parks haben, die alle... Was ist das denn für ein armseliges Dings? Finde ich jetzt nicht so toll, den Park. Nur ein paar Bänke und ein paar Laternen, mehr ist das nicht. Was wir auf jeden Fall auch machen können, ist, wir können hier mit eigenen Wegen, gilt jetzt zwar nicht als Stadtpark, aber so ein bisschen wird es die Gegend schöner machen, können wir hier einen Weg durchbauen, sodass die Leute dann zwischen den verschiedenen Gebäuden durchlaufen können. Und damit es schöner ist, hier ein paar Bäume hinstellen.
So, ist das nicht prima? Sieht doch einigermaßen aus jetzt. Wunderbar. Puh, so. Was fehlt uns noch? Okay, wie viele Insassen wir haben, steht hier nicht. Steht nur, wir haben 6 Besucher. Ah ne, Elder Care Users in the City 6. Also das sind 6 Rentner, die von 6 Besuchern besucht wurden. Okay. Oh. Your Choice Hotel is abandoned. Okay. Warum? Was ist an dieser Gegend so unattraktiv? Oder sind das immer noch die Leute, die fehlen? Not enough customers. 2 highly educated. Das heißt, wir brauchen... Ah, siehst du. Wir brauchen also tatsächlich Universitätsabschlüssler, die wir noch nicht so richtig züchten können. Wir können uns hier eine Universität hinbauen, wenn wir Platz finden. Die dann reichen muss erstmal, bis wir die ordentlichen bauen können. Zack. So. Müssen wir die Straße wieder weiter ausweiten, sonst liegt die Universität an der Sackgasse. Das wollen wir natürlich nicht. Sogenannte Bildungssackgasse, ganz schlimm. So. Und da siehst du wohl. Dup, die, dup, dup, dup. Dup, 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 dup. Dup, die, dup, dup, dup. Dum, 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 dum. So. So, jetzt haben wir natürlich die Querstraße. Die Querstraße kann nicht in die andere führen. Das heißt, wir müssen hier an der Universität vorbeibauen und dann hier oben wieder rein. Das ist zwar ungünstig, das wird den Verkehr ein bisschen zum Stocken bringen. Aber da haben wir ein Gegenmittel. Und zwar machen wir diese Straße hier. I-A-O. Was ist das hier? Clear Traffic Rules related to High Priority Road. Apply Stop Signs on Connected Roads. Aha, kann ich Stoppschilder hinmachen? Oh, sogar das kann ich, ja? Machen wir hier doch mal Stoppschilder hin. Wie wäre das denn? Auf die High Priority. Siehst du, jetzt müssen sie hier anhalten. Nee, hier ist immer noch Vorfahrt achten. Naja. Guti. So. Siehst du, jetzt ist auch die schwarze Ecke verschwunden. Allerdings sieht man nur noch meinen Kopf jetzt, wo ich mich zurückgelehnt habe. Hallo? Warte mal, ich regel das mal eben. Ja, besser. Jetzt sieht man mich wieder. Okay. Jetzt bauen wir hier noch. Eigentlich brauchen wir nicht so viel Gewerbegebiet, aber irgendwas müssen wir hinbauen. Ah, scheiße. Hier stürmt sich der Müll in unserem europäischen Suburban Paradise. Das heißt, wir brauchen eine weitere Müllgeschichte, die wir irgendwo hinbauen. Hier zum Beispiel. Ach, herrje, was ist hier los? Not enough workers. Ja, wir brauchen wieder dringend Arbeitende. Hiervon können wir 2 hinbauen, hoffentlich reicht das. Reicht nicht so ganz. Das heißt, wir müssen hier noch Müll
Platz hinbauen. So. Dann hoffen wir mal, dass sie schnell genug hier vorbei... Ach, ist es schon wieder mit dem Strom? Was ist da immer mit dem Strom, sag mal? Weißt du was? Wir geben den Stromleuten jetzt mal super viel Geld. Warte mal, können wir das auch mit den Müllleuten machen? Können wir den Müllleuten auch super viel Geld geben? Können wir machen. Reicht das dann? Nicht so ganz, aber ich kann schon wieder ein neues Mülldings bauen. Super. Das bauen wir mal hier hin. So, geht es jetzt? Leidlich, leidlich. Okay. Jutzen. Dann bauen wir hier mal... noch ein Wohngebiet. Und haben damit die Straße dann auch wieder begradigt, dass sie rechtwinklig... Ah, jetzt fehlt hier... Naja gut, wenn ich da auch kein Wasser hinleite, dann ist kein Wunder, dass sie keins haben. So, vielleicht gar nicht so geeignet als Bürgermeister, wie ich dachte. So, doch, ist aber genug jetzt. Gut. Hier ist doch Wasser, ne? Hier ist gerade noch so Wasser, ja. Bauen wir da mal gleich nach Norden eine Leitung hin, weil es ist abzusehen, dass wir das hier wieder vergrößern müssen, das Gebiet. So. Cool. So, schick. Und vielleicht haben wir dann bald auch genügend Leute, die erstmal hier unten arbeiten. Obwohl, das sieht ja schon hier, Belmont Hills, sieht ja schon einigermaßen farmig aus. Ein paar Probleme gibt es hier noch, aber... cool aus hier. Fühlt man sich gleich wie zu Hause. Okay. Und hier oben. Sag mal, das kann doch nicht so lange dauern, ein paar Leute auf die Uni zu schicken, die hier Hotelfachangestellter machen oder sowas. Warum dauert dies so lang? War hier nicht auch was? Oder standen hier schon immer Bäume? Also hier könnten die was hinbauen. Bauen wir hier mal eine Statue hin, dann gefällt ihnen die Gegend besser. Können hier so eine slawische Kirche noch hinbauen. Die bauen wir jetzt mitten ins Naturschutzgebiet. Egal. Okay. So. Immer noch sehr gritty.
aber ein bisschen Varietät haben wir schon in die Stadt geholt, wenn die Varietät auch aus stillgelegten Hotels besteht, weil keiner schlau genug ist, um, obwohl ein paar werden schon hier, da, die haben alle 4 von 4 Workers und alle arbeiten hier drin. Und Your Choice Hotel ist mittlerweile auch besetzt, sehr gut. Nightclub Happy Hamster ist leider verlassen. Aber hier auch das Hotel de Ville hat aufgemacht. Das Grand Hotel Crest Resorts. Das hatten wir vorher nicht. Offenbar haben die hier Your Choice Hotel. Mhm. Ocean Park Hotel. Das sieht auch schick aus. Das machen wir auch. Denkmalschutz. Fiesta Hotel. Okay. Das sieht komisch aus. Not enough customers. Okay, also jetzt ist das Problem, dass nicht genügend Leute in dieser wunderschönen Stadt Urlaub machen wollen. Kann ich gar nicht verstehen. Können wir eigentlich mittlerweile... Nein, immer noch nicht. Das hier brauchen wir. Dann können wir einen Campus bauen. So, können wir vielleicht hier irgendwo in der Mitte noch... Hier ist noch ein leeres Gebiet. Hier könnten wir noch so ein bisschen Gewerbegebiet reinbauen. So ein paar Tankstellen und Kioske, damit die Leute nicht so weit fahren müssen, um sich ihre nötigsten Sachen zu besorgen. Vielleicht so ein Sparladen oder sowas. Das wäre eine coole Idee. Ja, es ist aber schon sehr idyllisch hier. Sieht sehr amerikanisch aus hier. Okay. Die Bäume sehen aber nicht sehr gesund aus hier. Auf der Plaza. Oh, ist kein Wunder, wenn nebenan gleich der Müll ist. Dann leeren wir mal diese Müllhalde. Aber dann brauchen wir neue Recyclinggebiete. Die machen wir mal hier unten hin. Das ist vielleicht besser. So, und dann gleich auch ein paar mehr, damit wir die Müllhalden bauen wir die alle hier unten hin. Das ist an einer der großen Straßen. Das reicht hoffentlich. So, die machen wir beide leer, damit wir die hier vielleicht unten hinsetzen können. Oh, es brennt! Es brennt auf der Farm! Haben wir hier schon eine Feuerwehr, die zuständig ist, oder bauen wir hier eine hin? Das ist übrigens, falls ihr es erkennt, es ist die Ghostbusters Feuerwehr. Fehlt nur das Schild. So. Ja, ich habe mir einige Filmprop-Gebäude runtergeladen, hier wie zum Beispiel hier. Nee, das nicht. Kann ich wahrscheinlich alle noch nicht bauen. Oh, wir können uns ein Steuerbüro leisten.
Können wir mal hier hinbauen. Hier, Hill Valley Clock Tower. Rettet die Rathausuhr. Oder Spring Shopping Mall. Was ist das? Oh, wow. Riesige Mall. Okay, das war hier bei 4. Clock Tower. Okay, das ist ein anderer Clock Tower. Ah, unser Park hat einen neuen Level erreicht. Es dauert immer ungefähr eine halbe Stunde, bis der Park einen neuen Level erreicht. Hier, Hard Rock Café. Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Trump Tower. Dachte ich mir, wäre vielleicht lustig. Kann man Meteoriten draufwerfen später. Zanies Comedy Club. Beethoven Memorial. Okay. Oh, super. Aber was diese Stadt braucht, ist Wacken. Das heißt, wir können hier ein Festivalgelände. Oh, das sieht aber nicht so besonders beliebt aus, das Gebäude hier, das Gelände hier. Wir können ein Festivalgelände bauen. Natürlich bauen wir das nicht ins Wohngebiet, weil wir sind ja nicht bescheuert. Ah, obwohl das direkt hinpassen würde. Es wird direkt hinpassen, aber dann beschweren sich die Leute über Lärm. Also lassen wir das lieber und bauen das hier unten, weil es ist ja das Wacken-inspirierte Festivalgelände. Zu den Farmern. So. Festival Area. Das nennen wir Wacken Open Air. So, und wer tritt hier auf? Nestor, Lili LaRue und Elijah Moti. Die man alle mit einem Mini-DLC runterladen konnte, wo wirklich nur diese Festivalgebäude drin sind und neuer Radiosender und auf diesem Radiosender die Musik von den Leuten, die hier spielen. Ich glaube, das war auch nicht wirklich so Fanzone Park. Wo gehört der eigentlich hin? People who do not fit in the festival area or prefer to follow the concert further away can watch the band playing from the Fan Zone Park. This park comes with a big video screen and it increases the success chance of all concerts by 5%. Das heißt, wir können hier Big Town! Super, wir können die großen Gebäude bauen jetzt. Das heißt, den Fan Zone Park, das ist so eine, wie wir Deutschen sagen, Public Viewing Area. Den können wir auch ein bisschen in die Stadt, in die Innenstadt legen. Hier zum Beispiel. Dann haben wir hier noch Media Broadcast Building und einen Musikclub. Aber für die haben wir noch nicht genug Umf hier. So, also das ist... Irgendwie ist das aber... ungünstig, dass das so weit weg ist. Irgendwie müssen wir die Leute hier verbinden. Und das heißt, entweder bauen wir hier... Wir brauchen entweder Taxis oder Busse. Fangen wir mal mit Taxis an. Machen wir hier mal eine Taxistation. Und hier eine Taxistation, damit die wieder nach Hause kommen. Und dann bauen wir natürlich an unser wunderprächtiges Tourismusgebiet auch eine Taxistation oder besser zwei, damit die Leute durch die Gegend kommen. So, und dann gucken wir uns mal diese hässliche Einöde an. Wir brauchen neue Wohngebiete. Und warum reißen wir nicht diese ganzen Niedrigenergiehäuser ab? Und ersetzen sie durch Niedrigenergie-Hochhäuser, die dann auch gleich ganz anders aussehen.
Und jetzt können wir uns auch nämlich eine Uni bauen, glaube ich. So. Tada. So. Das passiert jetzt von alleine. Ich brauche die Gebäude gar nicht selber händisch abreißen, sondern die stehen jetzt in der falschen Zone. Und da kümmern sich dann die Baufirmen von selber drüber. Naja. Ist egal. Sie kümmern sich entweder drüber oder drum, vielleicht auch dahinter, wer weiß, wie diese Baufirmen ticken. So. Dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup. Das wird der Campus. So. Ja, das ist dieses. Ich weiß nicht, dieses Universitätsupdate, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Da muss man ähnlich wie bei den Parks hier so ein Gebiet designieren mit diesem Dings hier. Und dann kann man hier eine der verschiedenen Universitäten auswählen. Allerdings muss man die geisteswissenschaftliche Uni und die naturwissenschaftliche Uni erst freischalten, und das macht man, indem man einen höheren Level erreicht, hier mit dieser Business School quasi. So, das ist das Administrationsgebäude, und von dem können wir hier so lustige, ähnlich wie in den Parks, sehr, sehr ähnlich wie in den Parks, lustige Wege und Alleen abbauen, und da können wir dann hier die Gebäude bauen, wenn wir denn das Geld hätten. Haben wir aber noch nicht. Das heißt, wir bauen erstmal die Straßen. Und warten dann, bis wir das Geld haben. Das sind 90 Grad, ernsthaft? Tatsache, ja. Sah nicht so aus. Okay. So, das wird unsere Uni. Hier kommen die verschiedenen Gebäude hin. Und so, wie nennen wir die Business-Schule hier? Das ist natürlich die Trading Places Business School. Hoffentlich habe ich Business richtig geschrieben. Das ist eins der Wörter, wo ich mir nie merken kann, wie man das richtig schreibt. So, und da kommen auch schon unsere ersten Niedrigenergie-Hochhäuser zustande. Und die sehen auch ein bisschen aus wie auf einer Platine von einem Desktop-Computer, aber ich rutsche immer weiter runter, kann das sein? Egal. Ich muss nur noch 1,5 Minuten hier sitzen, insofern. So. Dann schauen wir mal, wie viel brauchen wir denn, um hier ein Dormitorium zu bauen? 10.000. Und für den Hörsaal brauchen wir 12.000. Also muss ich mir so 30.000 oder 40.000 leihen. Dann kann ich hier erstmal was bauen. Ich kann mir 20.000 leihen. Weil ich noch einen Kredit laufen habe. Okay. Haben wir die Steuern eigentlich schon erhöht? Ja. Aber wir haben nicht die neuen Steuern von den größeren Gebäuden erhöht. So. Cool. So. Ja. Ein Dormitorium. Das ist da, wo die Studenten schlafen. Brauchen wir zumindest. Ich meine, wir haben ja die andere Uni noch in der Altstadt, da hinten irgendwo. Und einen Hörsaal. Das brauchen wir mindestens. Und jetzt haben wir eine Uni,
wo 700 Studenten reinpassen. Wir brauchen 500 Studenten und 2 akademische Werke und wir brauchen eine Campus-Attraktivität von 200, da haben wir momentan 55, aber lässt sich nicht ändern, weil wir haben kein Geld. So, aber dann warten wir mal, bis das hier ausgebaut wird. Hier sehr schön mit Solarpanelen oben auf dem Dach. Es ist alles möglich, es will bloß keiner. Und schon wieder eine halbe Stunde rum. Dann sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Like das Video, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns dann nächsten Montag wieder, wenn es dann wieder heißt City Skylines. Oder schaut bei meinem RimWorld Playthrough zu. Der erscheint immer dienstags und donnerstags. Ja. Bis dann, ne?